Diese 7 Übungen verschwenden deine Zeit und bringen dir nichts, haben also in deinem Training absolut nichts zu suchen. Jeder von euch hat schon mal mindestens eine dieser 7 Übungen ausgeführt. Ich zeige dir jetzt, warum du es sofort sein lassen solltest und werde dir anschließend eine deutlich effektivere Alternative nennen. Dementsprechend starten wir direkt rein ins Video. Davor gibt es noch eine kleine Werbeunterbrechung und zwar mit dem Code KAIGEDAN bekommt ihr nur bis zu dem 13. Juni 50% Rabatt auf eure GymKey-Jahresmitgliedschaft. Dementsprechend klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schlagt direkt zu, wenn ihr Lust auf einen individuellen Trainingsplan von mir habt, eure Ernährung tracken möchtet oder zum Beispiel euch von zahlreichen verschiedenen Rezepten inspirieren lassen möchtet. Wir starten direkt rein mit Übung Nummer 1. Und zwar Frontheben mit der Kurzhantel. Sieht man in jedem Fitnessstudio, wirst vielleicht auch du ausführen. Ist der absolute Klassiker, macht aber leider absolut keinen Sinn und ich werde jetzt erklären, warum. Punkt Nummer 1, du hast beim Seitheben mit der Kurzhantel in der untersten Position keinen Widerstand auf der vorderen Schulter. Also genau dort, wo es sehr wichtig ist, viel Widerstand auf einem Muskel zu haben, hast du keinen Widerstand. Dann, wenn du das Gewicht nach oben hebst, wird es immer schwerer und schwerer und schwerer und schwerer. Und dann, wo die vordere Schulter tendenziell am schwächsten ist, und zwar hier in der maximal verkürzten Position, ist das Gewicht am schwersten. Also das Widerstandsprofil ist sehr schlecht, also komplett gegenläufig zu dem Widerstandsprofil deiner Muskulatur. Und außerdem trainierst du die vordere Schulter bei sehr vielen anderen Übungen sekundär sehr gut mit, wie zum Beispiel beim Schulterdrücken mit der Kurzhantel oder bei jeder Schulterdrückvariation, bei jeder Schrägbankvariation wird die vordere Schulter sehr gut mittrainiert. Dementsprechend macht Frontheben mit der Kurzhantel absolut keinen Sinn in deinem Trainingsplan. Angekommen an der Multipresse machen wir direkt weiter mit Übung Nummer 2, die nichts in deinem Trainingsplan verloren hat. Und zwar Schulterdrücken hinter dem Kopf. Denn hierbei hast du erstens keinen Vorteil im Vergleich zu Schulterdrücken vor dem Kopf, sondern eher nur Nachteile. Erstens mal befindet sich dein Ellenbogen hinter dem Körper und dadurch könnten zum Beispiel auch relativ leicht Schulterbeschwerden auftreten. Außerdem kannst du so sehr, sehr leicht sehr tief nach unten gehen, was auch nicht wirklich gut ist, weil du hier zum Beispiel auch zu weit nach unten gehen kannst und dich dementsprechend vielleicht in der Schulter verletzt. Also schieb die Bank stattdessen weiter nach hinten, um so die vordere Schulter deutlich besser und noch vor allem effektiver zu trainieren, weil hier drückst du auch sehr gut im Muskelfaserverlauf. Also die vordere Schulter verläuft von hier über die Schulter hier nach hier. Wenn sich dann dein Ellenbogen hier befindet, drückst du wie gesagt perfekt in Verlaufsrichtung der vorderen Schulter und kannst dadurch wie gesagt auch die vordere Schulter sicher und auch effektiv trainieren. Wie gesagt, wenn sich der Arm und die Stange hinter dem Kopf befindet, merkst du auch schon, dass du hier nicht wirklich gut fühlt sich die ganze Sache an und hier treten dann oftmals relativ schnell Verletzungen auf und das möchten wir auf jeden Fall nicht. Dementsprechend schmeißt diese Übung auf jeden Fall aus dem Trainingsplan. Wir machen weiter mit Übung Nummer 3 und auch eine Übung, die du hinter den Kopf ausführst bzw. nicht ausführen solltest und zwar Latzug hinter dem Kopf. Hierbei hast du ein großes Problem und zwar, du führst zwei verschiedene Gelenkbewegungen aus. Was heißt das genau? Und zwar, sobald sich die Arme hinter dem Körper befinden, sorgt der Trapez und die Rhomboiden dafür, dass die Schulterblätter nach hinten gehalten werden. Sobald jetzt deine Arme über den Kopf gehen, müssen deine Schulterblätter mit nach oben wandern. Geht aber nicht, weil der Trapez und die Rhomboiden ja die Schulterblätter nach hinten halten. Heißt, du führst zwei konträre, also gegenläufige Gelenkbewegungen aus. Und das sorgt dann dafür, dass der ganze Bewegungsablauf sehr unnatürlich und sehr schlecht ist. Außerdem kannst du den Latt nicht gut treffen, wenn halt eben du nach hinten ziehst. Denn der Latt wird am besten oder sehr gut getroffen bei einer Zugübung von oben, wenn sich der Ellenbogen vor dem Körper befindet und du den Ellenbogen eng vor dem Körper nach unten ziehst. Also das hier zum Beispiel hinter den Kopf ziehen. Dadurch wirst du nie gut dein Latt trainieren, wenn vielleicht den mittleren Rücken. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr unnatürliche Bewegung und würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, weil hier kannst du auch sehr schnell dazu kommen oder allein schon, wenn du ein bisschen Gewicht drauf machst, kann es schon dazu kommen, dass du zum Beispiel Schulterschmerzen bekommst und auch allgemein nicht gut die Muskulatur trainierst. Wenn du also richtig den Rücken trainieren möchtest, dann mach gerne Latzüge vor dem Kopf. Übung Nummer 4, du wärmst deine Rotatorenmanschette mit der Kurzhantel auf. Das zeigt eigentlich nur eins, dass du im Physikunterricht geschlafen hast, denn das Gewicht wird hier von der Schwerkraft nach unten gezogen. Der Bizeps muss also sehr stark arbeiten, um das Gewicht hier zu halten und die Außenrotation bewirkt quasi nichts in deiner seitlichen Schulter, also ist komplett am Thema verfehlt, mehr oder weniger, würde man in der Schule sagen. Wenn du die Rotatorenmanschette trainieren oder aufwärmen möchtest, worüber man sich auch streiten kann, dann solltest du das entweder mit einem Gummiband machen, wo die Kraft von der Seite kommt und du dadurch auch wirklich hier die Rotatorenmanschette belastest. Oder noch besser, du machst die ganze Sache am Kabelzug und kannst dann so deine Rotatorenmanschette aufwärmen oder trainieren. Wie gesagt, ob man die ganze Sache machen muss oder nicht, das bleibt dir selber überlassen. Wenn du keine Schulterprobleme oder Schmerzen hast, dann denke ich mal, solltest du es nicht machen. Wenn es dir irgendwie was hilft bei deinem Training, wenn du merkst, okay, du fühlst dich dadurch besser, dann kannst du das natürlich gerne in deine Warm-up-Routine einbauen. Übung Nummer 5, und das geht jetzt an alle Ladies, Cable-Hüftheben oder zum Beispiel Cable-Squats. Sieht man echt oft im Fitnessstudio, aber ich frage mich eigentlich, wie kommt man auf sowas? Weil auch hier hat man wieder sehr, sehr viele Nachteile. Wir fangen mal an bei Cable-Squats. Und zwar hebt ihr erstens mal das Gewicht hier in euren Händen. Ihr versucht also ein schweres Gewicht
um ans Muskelversagen zu trainieren, über eure Hände, über eine sehr, sehr instabile Position mit den Beinen zu bewegen. Hier wird alles andere der limitierende Faktor außer eure Beine sein. Dementsprechend macht schon mal Cable Squats am Kabelzug gar keinen Sinn. Oder zum Beispiel auch hier Romanian Deadlifts, sehe ich auch sehr häufig am Kabel. Hier kommt auch der Widerstand von vorne und man muss sehr, sehr viel stabilisieren. Und ihr seht hier auch, das Gewicht zieht mich nach vorne. Ich muss also mit dem Lat statisch dagegen halten und auch das ganze Widerstandsprofil. Alles nicht gut. Und auch zum Beispiel hier das gleiche Hüftheben am Kabelzug. Hier ist man auch extrem instabil. Und außerdem, gegen was drückt man jetzt eigentlich das Gewicht? Man muss sich eigentlich mit dem ganzen Körper gegen das Gewicht lehnen. Und wir wissen alle, der Po ist ein sehr, sehr starker Muskel. Und wenn man da versucht, nah ins Muskelversagen zu trainieren, muss man sehr viel Gewicht bewegen. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Und was ihr dann seht, einfach das Setup ist nicht gut. Ich bin nicht stabil und vor allem auch, ich muss wieder das ganze schwere Gewicht wieder in meinen Händen heben. Also das sind alles so Übungskombinationen, die vielleicht fancy und gut aussehen, aber in der Praxis keinen Sinn machen. Dementsprechend führe keine Cable Squats oder Hüftheben am Kabelzug aus, sondern mach stattdessen einfach die klassische Übung, und zwar Hüftheben, Romanian, Deadlifts oder zum Beispiel ganz normale Squats. Das ist eine viel, viel effektivere Übung und wird auf jeden Fall auch mehr bringen. Übung Nummer 6, Landmine Press. Du versuchst mit der Landmine Press deine innere Brust zu trainieren. Das Lustige ist, die innere Brust gibt es gar nicht und die Übung macht absolut keinen Sinn, denn die Brustmuskelfasern verlaufen von hier oben über deinen Brustkorb nach hier unten in diese Richtung also. Das heißt, die innere Brust, die gibt es gar nicht und die kannst du dementsprechend auch nicht trainieren. Wenn du deine innere Brust verbessern möchtest, solltest du daran arbeiten, die komplette Brustmuskulatur zu vergrößern, denn dadurch wird zwangsläufig dann auch die innere Brust größer werden. Also sowas wie Bankdrücken, wie eine Brustpresse an der Maschine oder Flies zum Beispiel, macht dann absolut Sinn. Lass also diese Übung auf jeden Fall aus deinem Trainingsplan raus, denn sie macht keinen Sinn. Übung Nummer 7, und zwar die Beinpresse. Ich meine aber nicht die Übung, die Beinpresse, sondern du versuchst mit der Beinpresse eine bestimmte Muskulatur zu trainieren, und zwar den Hamstring. Denn oftmals wird noch der Mythos verbreitet, dass man mit der Beinpresse, wenn man die Beine sehr hoch stellt, den Hamstring trainiert. Das stimmt aber absolut nicht, denn der Hamstring läuft einerseits übers Knie und übers Hüftgelenk. Bedeutet, eins der Gelenke muss sich immer ziemlich nahe an der Endstellung befinden, damit du dann den Hamstring auch effektiv trainieren kannst. Was passiert bei der Beinpresse? Beide Gelenke bewegen sich gleichzeitig und befinden sich nicht in einer Endstellung. Bedeutet, die Länge vom Hamstring verändert sich nicht. Der Hamstring kann also nicht effektiv an der Beinpresse trainiert werden. Jetzt kommen aber viele und sagen, ja, aber mein Hamstring, der brennt total bei der Beinpresse. Das liegt daran, der Hamstring ist ein Synergist, arbeitet also mehr oder weniger als Hilfsmuskulatur und wenn er sehr viel stabilisieren, sehr viel mithelfen muss, statisch sehr lange beansprucht wird dementsprechend, kann es der Fall sein, dass der Hamstring brennt. Effektiv an der Beinpresse wirst du niemals den Hamstring trainieren. Dementsprechend mach sowas, um den Hamstring zu trainieren, wie zum Beispiel Beinbeuge im Liegen, Beinbeuge im Sitzen, Romanian Deadlift, da wirst du nämlich viel, viel effektiver den Hamstring trainieren. Das war's mit dem YouTube-Video, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und für mehr Gains, folge mir.